Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition. Im letzten Part gab es eine florale Überraschung, wenn man das so nennen kann. Mit diesen komischen Pflanzenviechern. Also, merke, bei denen nie gegen zwei auf einmal antreten. Das wird arschig. Das wird richtig arschig. Kurz, bevor irgendjemand was schreibt, ich weiß, ich laufe in die falsche Richtung. Jemand hat gemeint, ich soll nochmal zurück zum Feuerbrand scheinen, da wäre anscheinend jetzt durch die Glocke irgendwas basiert. Zumindest oder in der Umgebung vom Feuerbrand scheint nicht. Schrein. Ich schau einfach mal. So, Nummer 1. Nummer 2. Den brauche ich gar nicht anvisieren. Und du auch noch. Kostenlose Seele. Oder wie viel gibt's her? 96. Okay, Laserfuzzi ist ja futsch. Zumal er mich hier eh nicht erreichen würde. Die Typen haben keine Agro-Range, also ignorieren wir die gekonnt und ab zum Feuerbrandschrein. Mit Highspeed. Abwärts. So, und da sind wir auch schon. Okay, hier irgendwo sollte jetzt irgendwas Neues sein. Na, gucken wir mal, ne? Sagst du was Neues? Oh, hello. I will teach you miracles. A promise is a promise after all. Ach, er lernt mir einen Zauber. Okay. Sagst du was Neues? I'm afraid that may be difficult, for our missions are sacred. Ach so, the effectiveness of the teachings depend upon your faith. Muss ich ein Mensch sein, um mit ihm reden zu können, oder was? Ach, egal. So, dann suche ich mal kurz alles ab. Denkst du? Ob's hier irgendwo irgendwas Neues gibt. Hier ist nichts, wie es aussieht. Wie sieht es da drin aus? Die Truhe habe ich ja schon geöffnet. Von da. Wer schnarcht mich hier an? Moment. Moment. Nichts riskieren. Nichts riskieren. Okay, irgendwas ist anscheinend passiert. Mich juckt's. Entschuldigung. Passiert. Okay. So, und jetzt checken, wer oder was mich da anschnarcht. Jetzt ist weg. Hä? Wer hat da geschnarcht? Wieso ist es jetzt weg? Ja, irgendwas. So komme ich an den Vogel ran. Okay. Gut zu wissen. Aber der Vogel hat ja nicht geschnarcht. Der ist ja immer noch da. Und der war vor... Hat doch gerade irgendeiner geredet. Ich will den Loot kurz haben, deswegen laufe ich hier lang. Eine Seele, okay. Die ganzen Seelen könnte ich eigentlich mal benutzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kriege ich einfach nur Seelen, wenn ich die benutze. Also sprich, wenn ich das nächste Mal an einem Leuchtfeuer bin, vielleicht wird es ja genug für einen Aufstieg. Oder beim Händler, je nachdem.
Okay, hier ist jetzt schon mal nichts, wie es aussieht. Hast du was Neues? Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Das war die Schlaftablette. Somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Alter, dieser Typ. Ganz im Ernst, ich glaube, wenn ich diesem Typen noch einmal zuhören muss, weil das ist so eine Schlaftablette und im Gegensatz zu dem anderen halt nicht mal Inhalt bei dem, was er sagt. Das heißt, ich glaube, wenn ich dem Typen noch einmal zuhören muss, dann aber sowas von. Weil der Typ. Ich lege am liebsten am besten schon mal hin, das Buch. Wo geht's denn hier hin? Ach, hi! Ah, hello there. I have your reward. Please, accept it. Sonnenlichtmedaille. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Der hat uns mal was anderes, aber mal egal. Was bist denn du? Ein Ring? Nee. Wie auch? Nimm Seil ist ja sicher kein Ring. Wo ziehe ich ihn dir an? Ist das überhaupt ein Ausrüstungsgegenstand? Ultimatives Ehrenabzeichen, die zweite bereits. Toll. Okay, ich habe ja gespeichert. Well, what have we here? Oh, ich kann dich nicht blocken. You leave me no choice. I was once grateful. This is our fate. So be it. Okay, ich habe gerade mehrere Sachen falsch gemacht. Aber egal, ich war ja direkt oben am Leuchtfeuer. Ich kann ihm seine Angriffe, wie es aussieht, nicht blocken. Okay, bist du immer noch aggro? Ja, bist du! Anvisieren bitte, danke! Kann ich die wirklich nicht blocken, oder? Ah, doch! Hab mich schon gewundert. Nämlich Wochen nur doof erwischt. Ich sag ja manchmal die Sicheln und manchmal die. Den Dolch. Wechselt der? Ja, Tatsache, der wechselt. Wenn er nicht so lange zum Suppeln brauchen würde, beziehungsweise wir haben ja bereits ausgefunden, dann trinkt er nicht, sondern das ist eine Gesichtslotion, wäre das Ganze wesentlich dankbarer. Der Kampf wird mich jetzt ein bisschen an Julius Belmont, weil der Typ auch so wie der Spieler bewegen kann. Und halt nicht wirklich Schaden bekommt. Okay. Ah, Treffer. Du hast eine leuchtende Aura und das ge... LOL! What the fuck? Oh Gott. Dass du fürs Trinken Ausdauer brauchst, der mir Neukumpel. Braucht wieder 100 Jahre, bis er reagiert.
Kamera, danke. Wenn ich, wenn ich schaffe, ihn in dieser Rolle zu verarschen, dann ist es eigentlich ein Free-Hit. Danke. Das ist die Verzögerung, mit der du trinken sollst. Keine. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Oh lol. Na komm, schick die Waffe weg. Damit geh aus der Deckung aus, meine ich. Das Gute ist, der Typ scheint die gleiche Scheiß-Engine zu haben, von wegen zweimal ausweichen, wenn es nur einmal Sinn ergäbe. Oh, da war geblockt. Auch jetzt hat er wieder eine leuchtende Aura und das gefällt mir nicht. Ich habe viel zu viel Scheiße. Hä, wo sind die Brandbomben? Ich sehe nichts. Ja, doch Brandbomben, wo sind die? LOL, LOL! Okay, das ist gerade nochmal gut gegangen. Okay, er ist tot. Menschlichkeit. Das war nicht Y. Schutzring der Gunst. Das wird jetzt wohl ein Ring sein. Verstärkt TP, Ausdauer, Last, bricht bei Entfernung. Nehme ich? Oh, der gibt mir ganz gut ordentlich TP. Und der Pfeil, dass ich jetzt mehr Traglast habe, oder was? Okay, das ist eine... Wenn ich den für deswegen umbringen sollte, dann sage ich, das war's schon wert. Ja. Dann. Darauf erstmal. Oh, ist leer. Jetzt aber. Verschwindet dieser dämliche gelbe Pfeil auch mal? Halt, falscher Weg. Was? Oh, hello. Miracles, I presume? Yes, I know. I'm afraid that may... Okay, dann du vielleicht? Wieso hat die Glocke jetzt geläutet? Sagst du jetzt vielleicht was Neues? Don't you ever think to forge your weapons? Unless you enjoy it. Hab ich schon gemacht, du Vogel. Apropos, was sagt denn die Haltbarkeit von dem Ding? Noch 94, ja. Ne, Quatsch. Noch 76, ja, ist auch noch genug. Leider nicht mehr genug Scherben zum Aufbessern. Naja, kriege ich schon wieder. Jetzt aber erstmal zurück zum Aufzug und in den richtigen Schacht. Ich habe keinen Bock, jetzt bei den Skeletten zu landen. Also so stimmt mir das jetzt auch nicht. Ich habe jetzt gerade nichts Besonderes dabei oder so. Hier rein. Ihr könnt mir mal schreiben, wer es weiß, ob was mit dem Friedhof auf sich hat, ob es da weitergeht oder ob es da wirklich nur Loot hat. Weil das meiste habe ich schon gelootet. Da stand echt viel Scheiß rum für ein reguläres Gebiet. Das sah mir eher nach einem Bonusgebiet aus. Ich kann mich natürlich auch irren. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
So, was ich aber weiß, ist, dass jetzt wieder zu diesen Pflanzenfuzzis zurückgeht. Achso. Jetzt lebt ihr Deppen wieder. Siehst du die Akku, wenn ich hier langlaufe? Scheint so. Kann dich schnell umnieten. Und jetzt du. Okay. So, deswegen konnte ich manche Schläge von dem Typen blocken und manche nicht. Das war schon irgendwie komisch. Ja, keine Chance gegen meinen Ushigatana plus 3. Oder war schon plus 3 oder nur plus 2? Plus 3. Ich niet euch alle um. Ist denn schon was Neues? Ich habe übrigens das Gefühl, die Tipps verändern sich. Naja, whatever. Ich könnte ja mal die Seelen jetzt benutzen. Aber mal gucken, wie viel brauche ich denn für einen Aufstieg? 3000. 1500 habe ich. Okay. Dann, machen wir's. Ja, ich krieg einfach Seelen, wenn ich's mache. Und nicht zu knapp. Das war zu wenig. Aber ich hätte auch noch eine andere Seele. Hier, ich hab doch Brandpumpen. Achso, die ist nicht ausgerüstet. Ah, das war das Problem. Nicht schlecht. Kann ich nicht benutzen? Nein, okay. Menschlichkeit lassen wir für den Moment mal noch bleiben. Hat keinen Sinn, noch mehr Seelen zu benutzen, weil ich werden eh nicht genug für. Ich muss niesen. Werden eh nicht genug für noch ein Level-Up sein, deswegen lasse ich es mal bei dem hier. So, wie ich da mal erst bekommen, dann machen wir wieder noch ein paar Beweglichkeit. Wir wissen ja, Schaden ist besser als Damage. Meistens. Keine Ahnung. Whatever. Und sollte es ein Fehler gewesen sein, so möget ihr mich rügen. Werdet ihr sowieso, egal ob ich euch erlaube oder nicht. Also insofern kann ich es auch gerade so gut machen. So, okay. Sprinteinlage. Uah! Beweg dich doch. Bleib an der Säule hängen. Oh, das bisschen mehr Ausdauer merken wir schon gleich. Ja, hieß mich um. Entschuldigung, aber meine Nase läuft. Alter, hörst du mal auf, Kumpel, du erreichst mich eh nicht mehr. So, jetzt wieder auf diese Pflanzenfuzzis aufpassen. Da ist auch gleich der Erste. Lila Moosklumpen. Das droppt er irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Anders als ob ich ihn erst zweimal umgenietet. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. So, nächster. Wie habe ich inzwischen genannt? Moosling. Okay, mit noch mehr Geschicklichkeit. Ist ein roter Moosklumpen. Komm, hau ab. Also, ich habe ja jetzt etwa gesehen, wie der ausholt, wenn er mich umarmen will. Achtung, vor dir, hinter. Ja, das habe ich gemerkt. So, ja, ohne deinen Kumpel. Ohne deinen Kumpel ist nicht mehr so mutig, wa? Ich glaube, das war gerade das Ausholen zum Arm. So, und jetzt kommt gleich der Typ hier rausgeschossen. Genau. Ich kenne eure Tricks inzwischen. Und im Gegensatz zu dem goldenen Ritter hast du
Knockback, wenn ich dich treffe. Zumindest mit einem schweren Angriff. So, da oben ist Ludan. Wie komme ich an den ran? Nicht so schnell, glaube ich, ist nämlich eine Schlucht. Wobei, da hinten könnte eine Brücke sein. Natürliche Brücke. Also könnte das Ende der Schlucht sein. Könnte es und ist es, nur kann ich nicht klettern. Zumindest meines Wissens nicht. Wahrscheinlich ist er wieder irgendein Trick. Oder es geht wirklich nicht und ich komme danach anders, nachher irgendwie hin. Erstmal den Tipp lesen. Pass auf, scheinbare Wand. Aha, zu wissen. Dich kann ich... Ah. Durch Vorrichtung verschlossen. Was hat jetzt gepinkt? Ha, fies. So, hinhocken heißt, die Pflanzenviecher sind wieder da. Aber im anderen Zug muss ich nicht immer bei dem Fuzzi durchlatschen. Na, ah. So viele waren das ja nicht. Bloß weiter geht's hier immer noch nicht. Nö, Fehlanzeige. Moment, komm ich jetzt? Komm ich hier? Wow. Oh, wow. Achtung, vor dir rechts. Ich sehe nichts. Achso, hier ist Nebel. Aber hier kann ich reingucken. Loot. Und drei von den Pflanzenfuzzis. Hehe. Denkst du, ich sehe dich nicht? Ich bin einmal auf euren Scheiß reingefallen. Das ist mir sicher kein zweites Mal. Oh lol, daneben. So, und jetzt noch du. Okay, ich krieg dich mit dem ich erwische dich mit dem schweren Angriff, Kuppel. Sag ich doch. Oh lol, der. Oh, da ist noch einer. Ah, nee, Quatsch, das ist gleich. Ich bin ja blöd. Und ich lass mich treffen. Sehr gut. Seele. Hör auf, dich zu bewegen, Kumpel. Und gleich der nächste Boss, euer Ernst? Okay, erstmal einmal verrecken, wie sie's gehört. Zum Muster rausfinden. Könnte man jetzt sagen. Das ist eine Scheißarena für einen Bosskampf. Ich weiß überhaupt nicht, ob jetzt gleich ein Boss kommen würde. Nehme ich zurück, der Typ ist wahrscheinlich der Boss. Oh, wer hätte jetzt auch damit rechnen können? Oh, das ist kein Boss. Das heißt bitte keine Beschwörung. Ja gut, greif an, wenn ich auf Ausweichen drücke. Hallo? Ach so, oh Gott! Jetzt sehe ich, was der gemacht hat. Okay, merke, nicht in seiner Reichweite trinken. Oh lol, daneben. Oh, komm schon, really? Okay, er schlägt zweimal zu. Sofern ich in Reichweite bin. Okay, das war gut. Das war nicht gut. Oh lol. Oh lol! Zippeln? Willst du mich verarschen? So, geht doch. Mei, oh mei. Aber der
kommt er nicht wieder, egal was jetzt passiert. Hat der mir das Ausweichen blockiert? Ich glaub's ja nicht. Schatz. Das heißt, das hier ist... Partisane. Okay, werde ich nicht ausrüsten, aber ist cool. Ach, wieder so einer. Wie ich die gerade so nicht two-shotte. Alter, wenn der Typ während dem Kampf rausgesprungen wäre, dann hätte ich aber... Er ist aber eher rasten statt rosten. Also, ausrasten. Ich werde den... Egal, ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade wieder irgendeiner meiner genialen Wortspiele bringen, aber... Ach nee, das ist der Typ. Oder? Ist das der Typ? Nein, Scheiße! Ich hätte die Brandbomben ausrüsten sollen. Hier sind mehrere von den Typen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Man könnte mir jetzt vorwerfen, dass ich unvorsichtig geworden bin. Was war schon da gerade, was der orange Führungsstein macht? Na egal. War es ja nicht so schlimm, weil wie gesagt, der eine Typ bleibt tot. Hoffe ich. Und mit den Mooslingen. Ich nenne die jetzt einfach Mooslinge. Nee, da renne ich nicht mal rein. Da war ja... Ach so, die sind jetzt von alleine. Die sind jetzt sowieso schon draußen. Sehr gut. Alle drei. Na, ganz toll. Ja, das war dieser Umarmungsmove. Wir haben Reichweite. Aber hier konnte ich durch Wände durch. Das Spiel macht zwar in vielen Sachen, was Engine angeht, was falsch. Aber die Kollisionsabfrage ist zuverlässig. Hallo? Hallo? Gerade. Und ich sah einen Aspekt des Spiels mich bereits lobend erwähnen. So, leck mich. Droppen die eigentlich immer was? Achso, klar, das läuft vorerst nicht in Fahrt. Könnte ich eigentlich machen, ich habe ja genug Menschlichkeit. Ja. So. Wo ist der Moosling von vorhin? Stehst du jetzt echt wieder? Der ist uns verkauft, jetzt instant auf, okay. Wieso respawnen diese Kackviecher? Das ist ja mal richtig fies. So, du bist einer. Lol, klar, weil der erste Schlag zweihändig war. Okay, da hinten liegt so ein Fuzzi. Das heißt, um den müsste ich jetzt eigentlich rumlaufen können. Ist hier irgendwo Mooslinge vergraben. Also ist klar, warum ich die Mooslinge nenne, oder? Weil sie wie die Zweiglinge aus Skyrim aussehen und weil sie Moos fallen lassen. Natürlich hier noch einer. Hehe. Er war noch nicht drauf. Natürlich.
Ach Leute, das war nur Zufall mit dem Estus Flakor. Ja, ganz toll. Was soll ich denn da machen? Versuchen wir es im nächsten Part nochmal. Bis dahin. Ciao. I'm gonna go to the top of the